damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Overwatch. Mein Name ist Rotmac und wir spielen heute mal wieder eine Runde Overwatch im Ranglistensystem. Ja, wir suchen uns noch die Platzierung. Wir müssen noch die Platzierungsmatches bestreiten. Ich habe da bereits ein Spiel bestritten beim letzten Mal, also glaube letzte Woche oder vorletzte Woche. Keine Ahnung, wann das Video rausgekommen ist. Auf jeden Fall wollen wir heute versuchen, daran anzuknüpfen, denn das hat richtig gut funktioniert. Wer das letzte eine Runde Overwatch-Video gesehen hat, der weiß, wovon ich rede. Wir haben da in Hanamura mit Torbjörn richtig schön gerockt, ja, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive hat der gute alte Schwede hier sein Bestes getan und obwohl ich ihn gespielt habe, war es gar nicht mal so schlecht, ja, kann man so sagen. Wir haben relativ viele Kills gemacht, viel, viel Schaden haben wir veranstaltet, wobei das ist bei Torbjörn natürlich nicht so ein Problem, denn der hat ja seinen Turm und der Turm, der macht eigentlich, ich sag mal, 80% des Schadens. Zumindest wenn ich Torbjörn spiele. Ja, so sieht's aus. Und wen wir heute spielen werden, das werden wir sehen, denn das kommt ganz drauf an, wen wir natürlich hier oder welche Map wir hier natürlich kriegen und ob wir dann auch im Angriff oder in der Verteidigung sind. Und natürlich auch wichtig zu schauen ist, welche Champions unsere Teamkameraden auswählen, ja, weil es bringt ja natürlich dann nichts, wenn wir hier 10.000 Heiler haben, dafür keine Tanks oder auch nicht wirklich Wumms dabei haben, ja. Letztes Mal haben wir für den Damage gesorgt, heute werden wir sehen, müssen wir uns ein bisschen anpassen. Ich bin auf jeden Fall kein guter Heiler, das kann ich jetzt schon mal versichern. Hoffe mal, wir müssen da nicht den Heilerweg wählen, sonst hätten wir hier ein kleines Problem. Wobei, wir selber nicht, aber unser Team vielleicht, ja. Ja, mal schauen, ob wir das zweite eingerankt Spiel auch so gut hinkriegen wie das erste. Ja, wir warten auch schon wieder 2 Minuten und ich finde das extrem lange. Wie gesagt, ich bin ja kein Ranked-Spieler normalerweise, ne? Kompetitiv in Overwatch habe ich immer schön die Finger davon gelassen. Ich habe da mehr Spaß am Arcade-Modus gehabt. Jetzt momentan habe ich einfach Bock, hier mal Ranked zu spielen und das erstaunt mich so ein bisschen, dass man da so lange wartet auf ein Match irgendwie, ne? So, Lijiang Tower, Garten. Ja, das heißt, wir müssen einen Punkt einnehmen und zwar alle. Heißt auch, wir müssen hier was nehmen, was natürlich viele Diener auf einem Haufen wegschmeißen kann. Wir haben, wir nehmen mal Symmetra. Ich nehme einfach mal Symmetra, mal schauen, ob wir damit das reißen können. Wir haben jetzt 2 Heiler. Eine Heilerin, 2 Heiler. Okay, kommt hier noch ein Tank. Ein Roadhog wäre nicht schlecht. Und eine Diva. Eine Diva wäre natürlich auch nicht schlecht. Sonst werde ich dann wechseln. Mal schauen. Jetzt haben wir hier eine Ashe. Lucio. Ja, der Russe oder Ukrainer oder was es ist. Der Herr aus dem Osten zumindest. Der hat noch nichts ausgewählt. Wenn wir uns hier die Sterne anschauen. Meine Güte. Gut, wir haben einen mit Silber dabei. Aber ansonsten hier ein 4-Sterne-General im Bronzebereich ist auch mit dabei. Dürfte interessant werden. So, wir schauen mal, ob wir hier was reißen können mit den Guten hier. Bin ich gespannt. Ich will natürlich möglichst rasch hier auch meine Strahlen setzen. Und das möglichst hier drinne. Ah, wir haben hier natürlich eine Pharah, die wir sehen können. So, die Selbstschussanlagen sind alle bereit. Mercy ist hier drüben. Versucht hier wen wieder zu beleben. Hat sie nicht geschafft natürlich. Sehr gut. Roadhog. Komm, hau den Roadhog weg. Alter, der heilt sich hier hoch, du. Als müsste er um sein Leben kämpfen. Hat er auch gemusst. So, wir haben den Punkt eingenommen. Sehr gut. Dann versuche ich hier doch mal hinten eine kleine Falle aufzubauen. Wenn da jemand rüberkommen möchte, dann soll ihn hier... Sollen ihn die Minen verschlingen. Stehen die noch? Die stehen alle noch. Okay. So, wir haben also den Punkt schon mal eingenommen. Das sieht schon mal ganz gut aus bisher. Da hat es mich aber heikel erwischt. Eieiei, da gehen wir lieber ein bisschen rein. Ja, da draußen regnet es scheinbar. Es hagelt. Da müssen wir rein und da drinnen
Schauen wir, dass wir in Sicherheit bleiben. So, Diva wird natürlich hier von hinten abgeschossen. Wir haben Erfolg freigeschalten. Jetzt habe ich mich auf den Erfolg konzentriert. Das war nicht so schlau. Denn dann gab es hier von Farah mal richtig deftig aufs Maul. So, ich weiß, wer Play of the Game hat. Absolut klar, wer hier das Highlight des Spiels haben wird. So, wir versuchen hier schon mal ein paar Dinge zu legen. Ah, die Farah, die geht mir richtig auf den Sack. Da müsste man mit solcher 76 entgegenhalten. Ich werde es aber jetzt noch nicht tun. Ich werde jetzt noch hier was versuchen, so zu reißen. Aus dem einfachen Grund, wir haben die Ulti auch noch. Ja, sehr gut, die Mine hat funktioniert. Solcher wurde weggemacht. So, hier mal eine Wand reinschmeißen. Solcher ist weggemacht worden. Ja, Mercy, willst du mich wiederbeleben oder lässt du es lieber sein? Das ist die Frage. Mercy hat mich nicht wiederbelebt, aber meine Mine hat gerade noch Moira gekillt, ja. Ihr seht schon, also 8 Eliminierungen und Zielfortschritt sind wir auch bei 7 Kills, ja. Da sind wir richtig gut mit dabei. Und was ganz klar auffällt jetzt bereits in diesen 2 Videos, ich spiele besser, wenn der Schaden von irgendwelchen Türmen oder Minen ausgeht, ja. Ich muss die nur setzen und der Rest wird hier von selber gemacht. So, ich mach's hier nochmal an diesen Rand. Und Ash hat hier richtig schön aufgeräumt. Gefällt mir natürlich. So, das ist, sollte eigentlich bekannt sein jetzt für die Gegenseite, dass hier hinter dieser Wand diese Minen stehen könnten. Ich hoffe jetzt, da kommt keine Farah mehr. Farah hat hier viel, viel Schaden gemacht. Und ja, schau's dir an. Richtig schön Schaden reinpfeffern hier. Genau, hier machen wir das Gleiche. Überall kommen sie hin, die Minen. Die Diva, die muss hier mal raus. So, komm, stirb. Sehr gut, haben wir auch erwischt. Sehr nice. Das läuft doch mal. Das läuft doch mal bei uns hier. Hier habe ich auch noch eine Mine, die ich setzen kann. Die setzen wir auf. Ein bisschen rumschießen. Es sind 2 Minen sind nur draußen bei mir. Ich muss hier mehr Minen setzen. Was haben wir hier hinten? Da haben wir Diva. So, meine Liebe. Auch du wirst mal wieder gegrillt. Von den Minen natürlich. So, eine Wand setzen und dann haben wir hier die erste Runde auch für uns entschieden. Sehr gut. Das läuft doch, das läuft doch. Und ich glaube, mit Symmetra sind wir hier gar nicht mehr so schlecht bedient. Ja, hat wunderbar funktioniert, wenn wir uns dann die Statistik mal anschauen, was wir hier geholt haben. Ich glaube, Schaden und Kills haben wir hier richtig viel gemacht. Eliminierungen und Zielfortschritt-Kills, ja, ist natürlich, die Minen haben da ihr Bestes dafür getan. Und da hat schon einer das Spiel verlassen. Schade drum. Schade drum. Das heißt, wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit auch dieses Game gewinnen. Aber das Ding ist erst vorbei, wenn wir das hier zu Ende gespielt haben. 1-0 von den Runden her und wir wollen natürlich jetzt versuchen, hier die Runde 2 auch noch für uns zu gewinnen. Los geht's! Das sollte eigentlich schon möglich sein. Der Gegner hat jetzt einen Helden weniger als wir. Also von daher sollte das tatsächlich auch... Ah, drin liegen! Ich werde wiederbelebt, danke Mercy. Ja, die versuchen es hier. Die versuchen es hier richtig mit allen Mitteln, die sie haben. Aber auch wir machen das natürlich so mit allen Mitteln, die wir haben. Ja, schön die ganzen Minen hier. Die Minen sind weg. Ich muss neue Minen setzen. Wer ist da hinten? Da hinten ist auch einer. Reaper. Da haben wir Brigitte. Versuch hier mal hier drüben einzusetzen. Brigitte ist weg. Sehr gut. Und sie ist weg. Weg. Und wir sind wieder allein. So sieht's aus. Jetzt machen wir die Minen da ein bisschen weiter draußen. Hinten müssen wir auch noch aufpassen, dass hier keiner kommt von hinten.
Aber das sieht ganz gut aus. Das sieht richtig gut aus. Bitte nicht zu weit weggehen. Ja, nicht übermütig werden hier. Schon bald ist die Ulti wieder bereit und wir haben hier 3 Kills abgeholt. Sehr gut. Also, das läuft doch ganz gut für uns hier. Was haben wir denn hier? Anna. Anna, meine Liebe, was willst du denn hier? Wo bist du denn? Da ist sie, die Gute. Wir gehen wieder zurück. Wir gehen wieder zurück. Ich will hier nichts riskieren. Wen haben wir denn hier? Reaper? Oh, 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 oh. Na! Hab ich gerade gedacht, als ich es gehört habe. Soldier 76 hat mich im Visier und ja, vorbei ist es natürlich. Weil viel aushalten tun wir halt leider auch nicht. So, wie sieht's aus? Die Selbstschussanlagen. Da ist noch eine, ist noch aktiv. Ich muss also neue hinsetzen. Und jetzt haben wir das Problem, dass der Gegner uns hier relativ viel weggenommen hat hier. Ja, hier mal eine Wand setzen. Die Gegner dann ein bisschen verwirren. So gut wie es halt geht. So, ja, sehr, ja, ja, sehr schön auf den Boden setzen. Kann auch sehr gut helfen bei den Minen. Weil die Leute erwarten die immer an den Wänden. Aber hier auf dem Boden mal eine gesetzt, da haben sie keine Ahnung, woher sie dann beschossen werden. Oh. Da ist eine Diva mit drin gewesen. Auch wieder eine auf den Boden gesetzt. Da weiß sie nicht, wie ihr geschieht. Das ist natürlich genial so. So, hier hinten kommt auch noch eine hin. Und ja, ich würde sagen, das sieht gut aus. Das ist der Sieg, Freunde. 2 Runden gewonnen. Wie sieht's aus? Wir haben 21 Eliminierungen und 18 Zielfortschritte. Also wenn das nicht eine dicke Hausnummer ist. So, Play of the Game geht an Soldier 76, nicht mal an Pfarrer. Okay. Fein gemacht. Und dann schauen wir mal, wie er hier weggehauen hat. Na gut, Pfarrer hat natürlich da auch ihr Bestes getan. Aber so sieht's nun mal aus. Gewonnen haben wir. Und Zielfortschritt Kills hier. Diese Punkte wird an uns gehen. Aber Mercy hat ganz gut wiederbelebt, ganz gut gehalten. Das hat wunderbar funktioniert. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten gerne auch Kommentare da lassen. Und natürlich abonnieren nicht vergessen, damit ihr auch kein Video auf meinem Kanal verpasst. Bis zum nächsten Mal. Euer Rotmac. Ciao.